So, einen wunderschönen guten Nachmittag, muss man ja sagen. Wir sind hier zu zweit heute, der Christopher Branston und ich. Unser Thema, über das wir heute hier vor der versammelten Weltöffentlichkeit reden, ist Vanilla Stack. Welche Neuerungen gibt's? Was gibt's Neues? Wir hatten ja vor einigen Wochen, vor ein, zwei Wochen, ein neues Release rausgebracht. Und Christopher und ich, wir werden uns heute damit mal ein wenig auseinandersetzen. Hallo Christopher. Hallo Carsten. Mensch, schön, dich hier zu haben. Oder schön, dich mal in dieser Sprache zu begrüßen. Das ist ein Novum. Schon die erste Neuigkeit heute. Heute auf Deutsch. Ist mal tatsächlich was komplett Neues für uns. So, also Thema heute, mit dem wir uns hier vor der versammelten Weltöffentlichkeit auseinandersetzen, Vanilla Stack. Was hier bitte Neues im März-Release? Was hier bitte Neues auf der Plattform? Und wir werden uns jetzt gleich mal ein bisschen drüber unterhalten. Wir werden auch im weiteren Verlauf ein paar Sachen mal zeigen. Eins vorab. Es sind nicht alle nur gute Nachrichten, aber hey, ein bisschen Salz gehört auch immer dazu. Und gerade im Sinne von Community, da kommen wir doch gleich auch auf ein Thema. Gerade im Sinne von Community ist es ganz wichtig, dass wir an der Stelle halt auch da offen sind. Denn selbst wenn Sachen nicht so klappen, wie man sie sich vorstellt, ist es besser, man redet drüber, als dass man sie totschweigt. Aber, lieber Chris, wir haben gerade das Thema, ich habe gerade das Wort Community in den Mund genommen und da zucktest du quasi schon zusammen. Bevor wir tatsächlich zum Thema Vanilla Stack kommen, vielleicht möchtest du dich ganz kurz selbst vorstellen, bevor wir anfangen, und dann wird auch klar, warum du zusammengezuckt bist bei Community. Ach. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Carsten Samaschke, CEO der Firma Cloudica. Nein, Witz. Sie kennen mich vielleicht bereits aus Formaten wie Open Cloud Dev und dem Friday Catch-up. Aber ja, es ist wahr, ich bin zurück in die Arbeitswelt hinein und arbeite jetzt bei der wunderbaren Firma Cloudica. Beim Thema Community, das war so ein fröhlich-freudiges Zucken, weil wie du schon gesagt hast, so ne, die IT-Welt ist sehr volatil, so unser Arbeitsumfeld ist agil, da verändert sich immer ständig alles. Und eine große Veränderung ist, dass in meinem Arbeitstitel Community Manager mit drin steht. Und da freue ich mich natürlich riesengroß über das Thema Community. Liegt einfach daran, Open Source liegt mir schwer. Das ist ganz wunderbar ausgedrückt, wobei wir uns nachher auch noch mal ein bisschen darüber unterhalten werden, was wir, speziell du, unter dem Aspekt Community machen verstehen. Denn ich glaube, das ist wichtig auch für die Leute, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die sich für Vanilla Stack interessieren, das Ganze halt auch in dem Kontext, so wie wir es verstehen, halt auch mal präsentiert zu bekommen. Lass uns aber, bevor wir da reingehen, tatsächlich mal in die Änderungen, in die Neuigkeiten, in die Entwicklungen bei Vanilla Stack reingehen. Ich führe da mal so ein bisschen durch und du, lieber Chris, hast hier gerade die Aufgabe, die erzürnte Community quasi zu repräsentieren. Bitte nicht alles ernst nehmen, was wir da so sagen, wie wir es sagen. Also, was ist mit OpenStack? Warte mal, die Maria sagt mir gerade, der Chris ist stumm, sagt sie.
Sekunde. Lieber Chris, bist du immer noch stumm? Das ist jetzt hier quasi an die Leute, die nach draußen gehen. Hört ihr den Chris? Lieber Chris, sag mal bitte was. Test, Test, hallo, hallo. Wir hören uns nämlich gut, ne? Also, das ist aber ja. ganz Nein, der Chris ist wieder zu hören, bekomme ich jetzt gerade gesagt. Das ist schräg, aber gut, passt schon. Also, ruhig noch mal geschaut. Vielleicht, Chris, möchtest du deine Frage noch mal ganz kurz wiederholen. Und ich sehe schon, wenn wir das Ganze veröffentlichen, müssen wir doch einiges schneiden dann hinterher. Das wollten wir eigentlich nicht machen, aber das wird schon. Auch das wird rausgeschnitten. Das bleibt alles drin, weil wir sind offen und ehrlich, open source. Genau. Ja, und ich habe gerade das Drama erzählt, dass ich heute das zweite saubere T-Shirt, das ich besitze, auch anziehen musste, weil auf dem anderen prangte sehr, sehr groß OpenStack, Bugsmash 2016 in Nürnberg. Ich war live dabei, war ein richtig geiles Fest irgendwie auch. Ich bin ja nicht so der Techniker, von daher habe ich da die Zeit mit Spaß und gute Laune verbracht. Ja, und dann ist mir heute aufgefallen, so, oh, OpenStack, vielleicht falsches T-Shirt gerade. Was ist damit passiert? Ja. Wo ist der Stack hin? Also, um das zu verstehen, lass mich bitte einen Zentimeter weiter vorne anfangen. Nochmal ganz kurz erklären, was Vanilla Stack und Open Stack und überhaupt die Motivation dahinter ist. Also, wir haben bei Vanilla Stack von vornherein einen Ansatz gehabt, der da hieß, wir nehmen exakt die Community-Produkte, so wie sie sind, und nehmen diese Produkte und integrieren sie. Das heißt, wenn wir zu Vanilla sagen, man könnte sagen, es waren die Vanilla-Produkte, und sie sind es auch. Das ist eine bewusste Entscheidung, die wir da getätigt haben, tatsächlich mit dem Hintergedanken auch, dass wir möglichst dicht wirklich an der Originalversion dran sein wollen. Wir wollen Plattformen und Kunden nicht irgendwie einengen, in diesen goldenen Käfig zwingen und so weiter und so fort. Das Ganze setzt dann aber auch voraus, dass man tatsächlich in einem Umfeld unterwegs ist, wo eine Community einen andauernden und fortlaufenden Support für ein Thema gibt. Und es ist unglücklicherweise bei der Variante von OpenStack, die wir eingesetzt haben, ich komme gleich dazu, wie wir das auch inzwischen sehen, ist es bei dieser Variante von OpenStack leider so, dass die Community den Support relativ kurzfristig mehr oder weniger vollständig dafür fallen gelassen hat. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, wenn du damit arbeitest. Die eine Variante ist halt, okay, du nimmst es, du fixst es auf deine Art und Weise, stellst das upstream und hoffst, dass es halt quasi Fahrt aufnimmt. Die andere Variante ist halt, dass du dann einfach einsehen musst, dass gerade OpenStack ist ja auch ein sehr, sehr komplexes Thema, dass du bei so einem Thema... Sehr gerne. Für die nicht so versierten Zuschauer wie mich ist nämlich eigentlich so ein richtig komplexes Thema, dass OpenStack ein Projekt ist, was aus mehreren Unterprojekten besteht. Mehrere ist gut. Mehrere ist gut. Und wer halt weiß, wie so eine Gruppendynamik funktioniert und schon mal irgendwie Teil von dem Projekt war, Teil von dem Team war, umso mehr Unterthemen man einführt, umso schwieriger wird es natürlich da übergeordnet, dann wieder auf den gleichen Konsens zu kommen. Ja, ja. So, und genau das ist dort halt passiert. Die Community hat sich im Grunde entschieden. Es geht, muss man jetzt auch dazu sagen, es geht gar nicht um die technische Lösung rund um OpenStack selber, sondern was da passiert ist, ist im Grunde, dass die Community entschieden hat, dass eine bestimmte Art und Weise OpenStack auszurollen und im Betrieb zu nehmen, so im Moment nicht mehr gewünscht ist. Ich drücke es ganz vorsichtig aus, weil das wirst du auch, Chris, als Community Manager, als jemand, der super aktiv in Communities unterwegs ist, kennen. Communities haben ihre Eigendynamik. Und Communities funktionieren zumindest zum Teil darüber, egal wie offen sie sind, dass sie sich schon gegenüber anderen Dingen unter Umständen ein wenig abgrenzen. So, was wir hier haben, ist eine Geschichte, bei der die OpenStack-Community gesagt hat, sie wollen OpenStack Helm nicht mehr unterstützen. Das ist also quasi die Variante OpenStack über Helm-Charts. Wir sehen nachher übrigens auch Helm-Charts im weiteren Verlauf noch auszurollen. Ich wollte nämlich sagen, wollen wir jetzt präzisieren, was so ein Helm-Chart ist oder gehen wir das machen wir nachher. Das machen wir nachher noch. Es soll sich ja durchaus lohnen, da auch dran zu bleiben. OpenStack Helm wird nicht mehr unterstützt. Das Ganze wirft eine Menge Fragen auf.
Die eine Frage ist halt, können wir, wollen wir selber diesen Support leisten? In Anbetracht der Komplexität von OpenStack Helm und in Anbetracht auch der Probleme, die das aufwarf, weil OpenStack ja ständig weiterentwickelt wird, haben wir entschieden, das geht so jetzt erstmal zumindest kurzfristig nicht. Man muss dazu sagen, die Lösung ist als solches oder die Idee als solches nicht vom Tisch. Im Gegenteil, ehrlich gesagt ist OpenStack Helm von der Idee her eine ganz fantastische Möglichkeit, denn das war die Überlegung, OpenStack auf Kubernetes auszurollen und somit die Vorteile beider Welten miteinander zu kombinieren. Die OpenStack-Community hat aber gesagt, wir sehen eher Kubernetes auf OpenStack oder OpenStack und Kubernetes parallel. Und das heißt im Grunde, und das war dann wirklich eine Eigendynamik, die sich Ende des letzten Jahres ganz, ganz, ganz aktiv in Bewegung setzte, ist es tatsächlich so gewesen, dass sie im Grunde mehr oder weniger auf einen Schlag den Support dafür eingestellt haben. Und wenn man, wie gesagt, im Hinterkopf behält, dass die Plattform als solche ständig weiterentwickelt wird und wir über ganz schnell einige Dutzend bis 100 Helm-Charts oder Deployments reden, die man für so einen OpenStack ausrollen muss, dann kann man sich vorstellen, dass das irrsinnig komplex ist. Wir haben aus dem Grund... Ja, eine Anti-Automatisierung und das wäre ja in diesem Sinne schlecht. Ja. Und wir haben bei uns die wirklich schwierige Entscheidung treffen müssen, dass wir im aktuellen Release OpenStack aus der Plattform rausnehmen. Aber das ist eine temporäre Entscheidung. Wir haben für uns bewusst gesagt, wir wollen OpenStack weiterhin haben, weiterhin unterstützen. Wir arbeiten im Moment daran, herauszuarbeiten und da ganz offen, das ist zum Beispiel etwas, was wir sehr, sehr gerne auch an die Community mit weitergeben als Fragestellung. Wir arbeiten im Moment daran, auszuarbeiten, wie OpenStack und Kubernetes/VanillaStack zusammenarbeiten sollen. Und wir sehen da verschiedene Varianten. Das eine ist halt, OpenStack soll auf Kubernetes laufen. Das heißt für uns, wenn das gewünscht ist an der Stelle, dass wir eine Lösung finden müssen, das wird nicht kurzfristig passieren können, weil im Grunde müssten wir dieses gesamte OpenStack-Helm-Thema wieder aufnehmen. Möglichkeit 2, OpenStack und Kubernetes laufen parallel, teilen sich Ressourcen. Das ist etwas, was relativ zügig umzusetzen ist. Möglichkeit 3. Wir bringen OpenStack auf Ansible-Basis. Das gibt es auch schon. Das ist auch containerisiert in die Plattform und rollen das aus. Auch das kann sehr, sehr zügig passieren. Das entsprechende Projekt nennt sich Collar Ansible. Wir sind da im Moment auf der technischen Ebene am Evaluieren, welche Variante wie sich technisch umsetzen lässt. Wir sind da inhaltlich sehr, sehr offen, was das anbelangt. Und hier an der Stelle ist auch tatsächlich die Community von uns aufgefordert, ruhig mal uns Feedback zu geben. Im Social Media, per E-Mail, was auch immer. Einfach mal Bescheid geben und sagen, wie wollt ihr das Ganze denn haben? Ja. So. Aber wie gesagt, im Ist-Stand muss man auch ganz klar sagen, ist es schade, dass du dein OpenStack T-Shirt nicht anziehen konntest, ist aber leider im Moment nicht zu ändern. Es gibt noch ein zweites T-Shirt, was du im Moment nicht anziehen solltest. Wenn wir hier schon bei schlechten Nachrichten sind. Aber eigentlich ist es eine gute Nachricht. Ein zweites T-Shirt, was ich nicht anziehen sollte, ein Suse-T-Shirt, weil das sind ein paar offene Wunden. Aber das ist okay. Ich glaube, das hast du jetzt nicht gemalt. Doch, ein Stückchen weit schon. Aber Linux, es geht... Linux, genau. Zweite Neuerung, die wir getätigt haben, ist, dass wir weiterhin sagen, bring your own Linux und es kann jedes Linux sein, das man gerne haben möchte. Und hier kommt jetzt aber eine Analogie zu Henry Ford vor 100 Jahren, solange wie es Debian Linux ist. Wir haben bewusst... Any color as long as it's black. Genau, das ist dieses ganz berühmte, dieser ganz berühmte Spruch von Henry Ford damals, jede Farbe vorausgesetzt, es ist schwarz. Folgender Hintergrund an der Stelle. Und das ist tatsächlich ein Grund, der höchst unschön ist, der aber gar nicht, also der tatsächlich ein höchst politischer Grund ist und den man auch gar nicht unterbewerten darf. Wir leben in einer Welt, in der große Firmen Community-Projekte unterstützen. In der große Firmen Community-Projekte unterstützen und an den Markt bringen und diese Community-Projekte, und ich drücke es mal sehr, sehr negativ aus, von sich abhängig machen. Das ist gar nicht zwingend irgendwie mit einer Absicht im Vorfeld, dass man sagt, ja,
Wir wollen die quasi untertan machen, aber das ist etwas, was passiert. Wenn man einen großen Sponsor hat und wenn man einen primären Sponsor hat bei so einem Projekt, dann wird das Richtig. früher oder später dazu führen, lass mich diesen Satz auch zu Ende machen und dann gerne dazwischen. Dann wird das früher oder später dazu führen, dass du im Grunde ein Projekt bist, was sich den Sponsor-Geschäftsbedingungen unterordnen muss. So, jetzt dein Einwurf, deine Frage. Also um das neutral zu formulieren, würde ich gerne eine Parallele, eine Analogie aufbauen. Und so eine Spannung, die ich als Community Manager, als Community Mitglied einfach immer wieder gesehen habe, gerade bei den größeren Communities, die halt nun mal einen kommerzielleren Hintergrund haben und kommerzielle Geldgeber primär auch haben, ist ähnlich wie bei so einem Musiker, ne? Als Musiker finde ich erstmal Musik gut, ne? Ähnlich wäre es so, wenn ich halt eine Technologie cool finde, gibt es da eine Community, in die ich rein kann. Wenn es jetzt aber so wird, ne, dass ich dann als Musiker nicht mehr irgendwie abends so ein bisschen meinen Groove habe und das alles aus Spaß mache, sondern damit auch mein Geld verdienen muss, werde ich früher oder später so ein bisschen auf den Zwiespalt getrieben, wie geht das denn jetzt weiter? Mache ich nur noch die Musik, die mir gefällt? Oder muss ich eventuell an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Kompromiss machen, damit ich Musik schreibe, die den Leuten gefällt, damit sie diese kaufen? Weil sonst kann ich meine Rechnungen nicht mehr zahlen und dann habe ich kein Instrument mehr und nirgends mehr zum Üben und dann war es das mit dem Ganzen. Und ähnlich läuft es halt einfach häufig oder komischerweise finde ich auch gerade seit dem Jahr 2020 so ein bisschen in ganz viel von diesen großen Community-Projekten. Und da können wir aber auch direkt so zurück zu diesem Thema OpenStack, VanillaStack, Cloudical, was machen wir denn zurückführen? Weil jetzt ist eigentlich der Urgedanke, der hinter so einem OpenStack mal gesteckt war, wir haben so diese großen Hyperscalerchen, die da überall jetzt große Geschäfte und attraktive Preise machen. Wenn man sich aber eben dort so ein bisschen Freiheit und Kontrolle bewahren will, dann könnte man eine Technologie wie OpenStack nutzen, um sein eigener Cloud-Anbieter in dem Sinne intern zu werden und einfach seine eigene Cloud zu machen. Weil da geht es primär um Funktionalitäten, Ease of Use, alles muss immer online sein, die bekannten 5, 9, 0, Downtime, georedundant gespiegelt oder auch nicht. Und am Ende stehen wir alle vor so, ne, fackelnden, brennenden, großen Gebäuden und denken uns, puh, das war jetzt aber krass. Nee, aber ernster Hintergrund ist, die Welt hat sich sehr, sehr stark verändert mit dem Jahr 2020 und ich glaube, das hat einen immensen Effekt auf die Communities, weil viele der Communities doch auch irgendwo einen kommerziellen Hintergrund haben an Leuten, die da zeitgleich ihre Freizeit und ihren Idealismus, aber auch ihre Arbeit ausleben und weil sich einfach die Arbeit verändert hat und generell die Welt, in der wir leben und wie wir damit umgehen müssen, finden jetzt auch Veränderungen in den Communities statt. Ein Thema, was ich hier nicht ausbauen will, aber vielleicht, wer Interesse hat, kann mal meine LinkedIn-Post-Timeline runterschwimmen. Ich habe mich diese Woche sehr klar veräußert zu einem Thema Community, wo ich sage, es ist jetzt genau die richtige Zeit, dass wir als Menschen nochmal zusammenkommen und eigentlich das vordergründige Coole einer Community machen. Und das ist all diese Kulturen, Ideen, Menschen, Idealismen verschwimmen lassen und vielleicht gerade jetzt diese Zeit nutzen, um das ganze Thema Open Source, Community, die Technologie, die wir kreieren, einfach die nächste Iteration davon zu machen. Und da sind wir dann wieder daheim, warum ich jetzt so gerne bei Cloudical arbeite, weil wir sind die Leute, die diesen Mindset verändern und die IT der Zukunft machen. Und wir machen das wirklich agnostisch. Und das ist aber der Punkt, das ist aber der Punkt, wo wir dann eben jetzt auch gezwungen waren zu reagieren. Tatsächlich auch, also machen wir es auch ganz konkret. Red Hat hat Ende 2020, ich glaube im Oktober, November, haben sie announced, dass CentOS, also quasi die stabile Distribution auf der Red Hat-Plattform sozusagen, von einem stabilen Distributionsmodell in eine Rolling Distribution überführt wird. Das Ganze mit vergleichsweise kurzfristiger Ankündigung. Und das Ganze hat zu einem gewaltigen Aufruhr in der Community geführt. Und wir haben im Nachgang, also Oh, CentOS und wirklich? Fe bitte? Wirklich? Also ich habe davon gar nicht so ganz vernommen, oder? Ganz überraschend, dass du das jetzt erzählst. also CentOS, wie gesagt, wird überführt in eine, wenn du so willst, in eine Upstream-Distribution für das eigentliche Red Hat Enterprise Linux.
Wird also eine Rolling Distribution. Und Fedora, die andere Rolling Distribution, wird so ein bisschen auch nochmal sauber positioniert. Beides führt dazu, dass wir zum einen eine politische Entscheidung treffen mussten. Wollen wir quasi eine Plattform unterstützen, die ausschließlich von einem einzigen Sponsor abhängig ist? Das ist gar nicht das Problem per se, weil du gehst ja nicht hin und sagst, du hast nur diesen einen Sponsor, aber von einem Sponsor, der im Grunde seine, in dem Zusammenhang, bitte mit äußerster Vorsicht verstehen, wir wollen ja kein Red Hat-Bashing machen, mit einem Sponsor, der halt quasi dort den grundsätzlichen Kurs einer Plattform kurzfristig ändert und das ganze Thema der Plattform eben auch auf den Kopf stellt, oder wollen wir das nicht? Und wir haben für uns entschieden, wir wollen das zum einen aus politischen Gründen nicht. Wir wollen eine wirklich freie Linux-Distribution als Basis unterstützen. Wir wollen an der Stelle aber gleichzeitig auch eine stabile Linux-Distribution als Basis unterstützen. Denn, und das ist wichtig auch in so einem Cloud-Umfeld, du möchtest nicht mit einer Rolling-Distribution arbeiten, wo also ständig die neuesten und teilweise sogar ein Stückchen weit ungetesteten Sachen reinkommen. Die machen zum einen oder die werfen zum einen Probleme in Bezug auf den eigentlichen Betrieb auf und zum anderen, und das war auch ganz offen, natürlich auch für uns als Anbieter einer Kubernetes-Distribution, werfen sie Probleme in der Maintenance auf. Wir haben aus dem Grund entschieden, uns von CentOS und auch Fedora zu trennen. Das heißt, wir haben unsere Plattform jetzt gestreamlined. Wir unterstützen primär die Debian-Plattform. Damit ist man normalerweise auch in der Lage, das Ganze auf Ubuntu-Distributionen auszurollen. Das Ganze allerdings ein bisschen mit einer Prise Salz zu verstehen. Debian geht auf jeden Fall, Ubuntu kann klappen. Wir sind aber komplett offen, das muss man jetzt auch wieder sagen, und auch da wieder Richtung Community die Hand ausgestreckt. Wir sind komplett offen, mit einer Community zusammenzuarbeiten und sie auch zu supporten, die halt sagt, wir wollen Vanilla Stack nativ auf CentOS oder Fedora oder OpenSUSE ausrollen. Darf ich mal eine wichtige Zwischenfrage stellen, also wenn ich schon mal so einen technischen Profi am Start habe? Weil was mir gerade so ein bisschen auffällt, während wir so über OpenStack gerade auch nochmal reden, Vanilla Stack, so wie das alles ist, ist so geboren aus dem Ding raus, ich gebe dir Freiheit und Kontrolle zurück, werde dein eigener Cloud-Anbieter, da sind ganz viele Unterprojekte, wenn du mehr Fokus auf Storage hast, machst du das, wenn du mehr Fokus auf Automatisierung hast, das. Aber gerade über diese Helm-Diskussion, wo es um Automatisierung und automatisiertes Deployment geht, mache ich da nicht eventuell aus einer eigentlich super coolen, granularen Lösung wieder ein Monolith? Wird es dann nicht irgendwie dann alles wieder so, alles, was ich an vielfältigen Projekten aufgebaut habe, dann irgendwie an der Speerspitze wieder zusammengefahren und dann geht mir der eigentliche Nutzen verloren? Nein, also zumindest bezogen auf das, was wir mit Vanilla Stack machen, überhaupt nicht. Stattdessen ist es so, dass wir also bezogen zum Beispiel auf die Linux-Basis, eher sogar die Vorteile der freien Fedora-Distribution deutlich besser unterstützen können. Das ist letztlich auch eine Fokussierung der Kräfte. Habe ich gerade Fedora gesagt, der freien Debian-Distribution unterstützen können. Debian an der Stelle ist die Plattform für uns, wo wir uns darauf fokussieren können, wo auch zum Beispiel Partner-Offerings, die wir auf der Plattform haben, sowas wie Polyverse, zum Beispiel sehr ausgezeichnet und perfekt mitarbeiten und interagieren können. Und die im Grunde aber auch, erstens für uns ganz wichtig, komplett Community-getrieben ist, zweitens in sich eine stabile Plattform ist, drittens auf wirklich, wirklich vielen auch Prozessorarchitekturen verfügbar ist, was einfach für die Zukunft vielleicht sehr, sehr wichtig sein kann, und viertens von sich aus selbst auch in Anspruch nimmt, so ein bisschen Home of the Free zu sein, also tatsächlich zu sagen, wir wollen uns nicht kommerzialisieren lassen, wir wollen, unser Ziel ist es, eine stabile und überall lauffähige Distribution zu haben. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Ja, natürlich, streng genommen, ist es eine Einschränkung in Bezug darauf, dass ich sage, okay, du hast jetzt halt keinen Fedora-Support mehr, keinen CentOS-Support mehr, keinen OpenSUSE-Support mehr. Aber bitte machen wir uns so viel nicht vor an der Stelle. CentOS hat noch, aber jetzt zunehmend extrem abnehmend, einen großen Market Share. Fedora im professionellen Cloud-Umfeld, eben weil es eine Rolling Distribution ist, eher nicht. Und OpenSUSE, eine ganz fantastische Distribution.
Ist aber leider auch vom Market Share her jetzt, also vom Marktanteil, nicht sonderlich groß. Das heißt, der Großteil der Leute arbeitet eh auf Debian oder auf Ubuntu-Basis. Und das wird unterstützt. Das Ganze hat, wie gesagt, auch den Zweck, dass wir den Leuten, die die Plattform nutzen, aber auch viel mehr garantieren können, dass sich Sachen ausrollen lassen. Denn das war, und das muss man auch ganz selbstkritisch eingestehen, selbstkritisch ist vielleicht das falsche Wort, aber das muss man auch so ein bisschen kritisch gegenüber dem Ansatz, den wir fahren, eingestehen. Das ist durchaus ein Problem. Denn wenn wir sagen, bring your own Linux, do whatever you want to do, hast du natürlich auch das Problem, dass auf verschiedenen ausgerollten Maschinen vielleicht unterschiedliche Sachen liefen. Das Ganze zusammenzuführen, war immer sehr, sehr supportaufwendig. Jetzt ist es relativ einfach. Installiere dir ein Debian 10, aktiviere passwordless sudo, also dass man quasi imstande ist, einen SSH-Key rüber zu kopieren und mit diesem SSH-Key dann eine Installation auch stattfinden zu lassen, ohne dass man ein Kennwort irgendwo hinterlegen muss. Und das war es, denn wir können jetzt halt auch quasi durch eine bessere Fokussierung auf die Basisplattform ein besseres Erlebnis bei der Installation gewährleisten. Kurzer Schwenk in den Sales-Teil hinein, ne? Weil was ich seit Anbeginn meiner Zeit im professionellen Enterprise Open-Source-Umfeld erlebt habe, ist immer so dieser Vorwurf, ne, ihr IT-Hippies, und gerade wir mussten früher ganz klar erklären, wo diese Linie verläuft zwischen Community und Enterprise-Projekt und so weiter und so fort. Und rein theoretisch, ja, wir leben den offenen Gedanken und wir wollen möglichst offene Lösungen nach vorne bringen und produzieren. Aber die Sache ist, es muss halt auch laufen. Ne? Ganz ohne QA kommen wir nicht aus, weil wir wollen uns nichts vormachen, auch wenn wir so ein bisschen die Freiheitskämpfer Open Source sind. Ich bin mir sehr, sehr bewusst, dass die IT, die ich bei meinem Kunden platziere, deren Motor ist. Ja. Und ich bin mir auch sehr dessen bewusst, dass auch wenn ich da ein Geschäft mache, eventuell das Auswirkungen auf mich als Mensch, als Chris, als Endkunde hat, Enduser hat. Und da wollen wir trotzdem irgendwo den Gedanken so ein bisschen nochmal nach Hause holen und sagen, wir wollen ja auch funktionierende Lösungen nach vorne bringen, ja, und nicht nur ultra kreativ sein. Genau, also auch der Frustrationsfaktor wird dadurch niedriger, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen sehen wir das tatsächlich, nochmal Chris, eine sehr, sehr gute Frage, aber wir sehen das tatsächlich nicht als Beschränkung. Das nächste, da könntest du jetzt sagen, also sagt mal, wollt ihr mich hier beschränken? Was ich jetzt sagen werde. Aber es ergibt mit dem Übernächsten zusammen ganz viel Sinn. Wir haben... Da muss ich dich direkt stoppen. Nein, ich rede nicht. Ja, warte, meine Kamera hat gerade gestoppt. Sekunde, das muss ich wieder aktivieren. Obwohl ich dieses Bild sehr mag. Muss ich nächste Woche arbeiten? Nee, klar nicht. Und sonst, wie läuft es so auf dem Stack? Nein, alles gut. Na gut, also die Kamera wird gleich wieder angehen. Da habe ich jetzt keine Sorgen. Nochmal zum Thema zu kommen, ganz vom Anfang, das haben wir nämlich nicht beendet. Eine der tollsten Neuerungen beim Thema Cloudical und Vanilla Stack ist, ich bin jetzt da und ich mache direkt mal in der Mitte der Show das offizielle Angebot. Hier unten steht so mein Name, Christopher Branston. Und wenn man christopher.branston@cloudical.io verwendet als E-Mail-Adresse, und einfach mal zum Thema Community Vanilla Stack, ich will mich einbringen, ich finde euch total doof, ihr solltet das anders machen, lasst mal ein Meetup organisieren, ich will unbedingt auch mal in eurer Show dabei sein, weil das ist schon ziemlich cool, bitte fühlt euch frei, mich anzuschreiben, genau, ich nehme das alles super gerne auf und bin jetzt eine genau dieser primären Anlaufstellen, wo man sagen kann, umso mehr Input und Feedback wir bekommen von, muss an der Stelle vielleicht gar nicht mal mehr unbedingt Community sein, sondern von einem End-User interessierten User, jemand, der sagt, ey, ich habe da was und ich habe da Bock drauf, feel free, meine Mailbox ist offen. So, wir machen sowas natürlich in Echtzeit, wie sich das gehört, als wirklich eingespieltes Team hier. So, aber jetzt noch mal zurück wirklich zu dem Punkt, der mir da wichtig ist. Die nächste Neuerung, die wir in der aktuellen Version haben, und das ist wie gesagt ein Punkt, wo, wenn du nicht die vierte Neuerung dir mit anhörst, du wahrscheinlich jetzt deinen Kaffee in Richtung Kamera spucken wirst, ist, dass wir sagen, wir haben den Installer entschlackt. Das heißt, im Installer oder aus dem Installer sind viele, viele Sachen rausgeflogen.
Die Kamera heute macht mich fertig. Wir haben offensichtlich auch die Kamera entschlackt. Also, wir haben den Installer entschlackt. Wir haben aus dem Installer Dinge rausgenommen. Chris, ich bin noch zu hören. Es ist alles gut. Also, wir haben da ganz viele Sachen rausgenommen. Die sind aber, und jetzt das vierte Announcement und das eigentlich wichtige Announcement heute, die sind aber nicht weg. Diese Sachen sind jetzt in einem neuen Dashboard, das wir bereitgestellt haben, in einer neuen Management-Oberfläche verschwunden. Das heißt, ich muss mich nicht mehr bei der Installation entscheiden, was ich alles ausrollen möchte, sondern ich rolle jetzt mit der Installation ein Basissystem aus, das im Grunde Vanilla Stack, den Storage und sowas wie SSL-Zertifikate und 1, 2, 3 Tools beinhaltet und kann danach zur Laufzeit meines Systems entscheiden, das und was ich dann noch dazu installieren möchte. Das ist etwas, was wir bisher so nicht hatten. Bisher hatten wir ja primär den Installer und wir haben immer vom Vanilla Manager gesprochen. Der Vanilla Manager, der ist jetzt da. Und den werde ich jetzt auch gleich mal zeigen. Da können wir gemeinsam mal drüber schauen. Bevor ich den aber zeige, nee, das mache ich, während ich ihn zeige, möchte ich ein bisschen erklären, was diesen Vanilla Manager ausmacht. Also wir sehen hier den Vanilla Manager und ich hoffe, es ist auch im Zoom gut zu erkennen. Ich habe extra einen vergleichsweise kleinen Bildschirm genommen. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen größer machen. Irgendwann geht es aber nicht mehr gut weiter. Was wir hier sehen, ist die Oberfläche des Vanilla Managers. Der Vanilla Manager ist aber kein proprietäres Stück Software. Der Vanilla Manager ist noch nicht einmal ein Stück Software, das wir geschrieben haben. Sondern wir haben auf eine hervorragende Arbeit zurückgegriffen, die die Open Source Community bereits getätigt hat. Wir haben Stratos genommen. Und der eine oder andere, der uns zuhört, der regelmäßig bei uns dabei ist, der weiß, dass Stratos eigentlich das Management-Tool von Cloud Foundry ist. Genau. Push. Genau. So, wir haben aber Stratos anders eingesetzt. Und das ist wirklich dank der Arbeit, die viele, viele Freiwillige und auch kommerzielle Organisationen unternommen haben, möglich geworden. Ich lasse mal diesen ganzen oberen... Entschuldigung, ganz kurz, nämlich auch nochmal wirklich wieder beim Thema Open Source ist Spitze, weil das ist nämlich genau so ein Beispiel, was wir so am Anfang der Show erwähnt haben. Wenn irgendein Teil cool ist, und Leute einfach Lust haben, ne, das einfach mal anders zu durchdenken, einfach eine andere Version davon zu machen. Da kommt der Multiplikator Open Source rein. Viel davon liegt auf GitHub. Dann ne, forke ich das Projekt so ganz klassisch, Buzzword. Und dann kann ich einfach nochmal mit vorhandener Technologie, Denkwegen und Vorarbeit einfach vielleicht direkt im Schnellverfahren eine weitere Version einfach kreieren, bauen, an den Markt bringen, was auch immer mein Plan damit sein mag. Also richtig cool. Genau. Wir schauen jetzt hier mal nicht in diesen oberen Bereich rein, der Cloud Foundry spezifisch ist, sondern was uns interessiert, ist der untere Bereich. Wie gesagt, was wir nicht gemacht haben, ist ein neues Dashboard zu entwickeln. Das haben wir gemacht, aber wir haben dann eben irgendwann festgestellt, wir duplizieren hier Arbeit und Tätigkeiten, die schon lange erledigt worden sind. Warum sollten wir das tun? Das ist tatsächlich auch gegen die Idee von Open Source und von Community. Also haben wir uns darauf beschränkt, das zu nehmen, was wir eh schon sehen, und es zu integrieren. Das heißt, das, was man hier sieht, ist das Standard Stratos. Es ist kein customized Stratos. Es ist Stratos, so wie es die Erfinder sich gedacht haben. Es ist, danke Chris, Vanilla Stratos. So, Vanilla Stratos ist unser Management-Tool. Und anfangen möchte ich hier an der Stelle mit den Endpoints. Aufgrund der Auflösung ist es jetzt halt quasi nicht so gut zu erkennen. Also normalerweise hat man das Menü an der Seite. Ich bin jetzt hier quasi mal in die Endpoints reingegangen. Und was man hier sieht, ist im Grunde etwas, das man in der aktuellen Version noch von Hand einrichten muss als Endpoints, was in zukünftigen Versionen sicherlich dann auch Step-by-Step automatisiert passiert. Das sind im Grunde die beiden Endpoints, die man braucht. Und hier kommt wirklich die Schönheit von Stratos ins Spiel.
Bei Stratos und mit Stratos bin ich nämlich imstande, eine Vielzahl von verschiedenen Sachen aus einer zentralen Oberfläche zu verwalten. Und jetzt wird's spannend. Natürlich kann ich, weil Stratos halt Cloud Foundry Dashboard ist, Cloud Foundry damit verwalten. Das heißt, wenn ich auf meinem Vanilla-Stack Cloud Foundry ausrolle, kann ich diese Cloud Foundry hier direkt einbinden. Ich kann Prometheus-Daten abgreifen. Prometheus ist quasi eine Plattform, die es mir erlaubt, die Metriken meines Systems entgegenzunehmen. Und by the way, wenn wir von System reden, das kommt noch zwei, dreimal, wir reden hier nicht mehr nur vom lokalen System. Wir reden hier wirklich von einem nahezu beliebigen und an beliebiger Stelle stehenden System. Die kann ich einbinden. Wer vielleicht auch festgestellt hat, was ich faszinierend finde, auch schon seitdem ich die Vanilla-Webinare und Cloudical-Webinare verfolge, ist, hier wird einfach nicht in der Konsole rumgehauen. Warum wird denn nicht in der Konsole rumgehauen? Warum gibt es denn Stratos und Prometheus und zu arbeiten und visuell zu werden. Dafür haben wir ganz, ganz super viele Studien gesehen und jetzt gibt es einfach einen Haufen Tools, die mir eine grafische Oberfläche geben, um nicht irgendwie das runter zu dummen, so, ne, so wie früher, nur die dummen Und hier wird es jetzt spannend, wenn wir über Schlüssel für Kontrolle oder zur Kontrolle reden. Stratos gibt uns gleich die Möglichkeit, auf einen Schlag nicht nur meine lokale Kubernetes-Instanz zu verwalten und meine lokalen Kubernetes-Workloads zu verwalten, sondern Stratos gibt mir die, und wie ich finde, unschätzbare Möglichkeit, beliebige Kubernetes-Instanzen zu verwalten, vorausgesetzt, sie sind halt standardkonform. Schauen wir mal nach unten. Ich kann hier nämlich eine kubeconfig-Datei importieren. Das heißt, es ist die Konfiguration von Kubernetes, wie sie eben am Ende einer Installation auch rausfällt. Ich kann hier auch direkt auf Kubernetes klicken und dann halt Kubernetes, die Kubernetes-API anbinden. Ich kann hier die SUSE CaaS-Plattform für die Bestandsinstallationen, die gibt es ja nicht mehr neu, mit einbinden. Schade drum, ganz ehrlich, war eine sehr, sehr schöne Plattform. Genau. Und hier wird es jetzt auch ganz spannend. Ich kann Amazon EKS, Azure AKS oder die Google Kubernetes Engine einbinden. Das heißt, ich bin imstande, meine bei einem Hyperscaler liegenden Kubernetes Cluster hier von einer zentralen Stelle aus anzusprechen und mit ihnen zu arbeiten. Das heißt, wir haben absolut. Also natürlich sind das trotzdem noch unabhängige Cluster voneinander, aber du hast eine zentrale Stelle, von der aus du dir zumindest ihren Status anschauen kannst. Und ganz kurz, Chris, ich bekomme gerade gesagt, dass du mal wieder nicht zu hören bist. Kurzer Soundcheck, bitte mal. Ja, du bist tatsächlich nicht zu hören. Ja. Nein, das glaube ich dir, dass du das nicht warst. Wir schauen mal nochmal kurz Kontrolle an alle, die uns hören. Ist der Chris jetzt wieder zu hören? Hört ihr mich? Jetzt bist du wieder zu hören. Das ist schräg. Wir haben heute, wahrscheinlich ist die Technik auch schon im Osterurlaub. Also, wir haben gerade darüber gesprochen und da hat ja Chris quasi mehr oder weniger auch nur zugestimmt. Wir sind also imstande, hier quasi verschiedene Plattformen zu verwalten. Darf ich das erklären, warum das so wichtig ist? Ne? Weil das wird gerne so als auch so Buzzword durch die Gegend geschmissen und nie irgendwie in die Realität zurückgeführt. Ich kann aber jetzt als Unternehmer zum Beispiel, als Mittelständler in Deutschland total überzeugt und idealistisch mit Open-Source-Lösungen arbeiten und handeln. Aber eventuell gibt es Dritte, wie zum Beispiel die Regierung, den Staat, was weiß ich,
die mir einfach sagen, damit du gewisse Sachen in deiner IT abbilden kannst, musst du einfach an der Stelle wieder gewisse Systeme verwenden. Ja, und da wäre es natürlich praktisch, wenn ich sagen könnte, ich kann die natürlich auch rückführend in mein eigenes, ne, in meinen eigenen Kontrollbereich reinholen. Und das ist meines Erachtens eine sehr, sehr gute Brücke, die da gebaut wird, um zu sagen, wir gerade als Consulting-Unternehmen würden jetzt externe Workloads nicht verteufeln wollen. Die sind einfach manchmal notwendig. Ich würde aber verteufeln wollen, wenn mir dann die Kontrolle darüber, einfach die Verfügbarkeit, über welche Einstellungen kann ich treffen, wie setze ich folgende Workflows ein, wenn die mir genommen wird, wird es problematisch. Aber da ist auch wiederum Open Source ein Schlüssel, auch die proprietäre und die offene Welt zu verbinden und interoperabel zu halten. Absolut. Was man hier natürlich auch sagen muss, auch Stratos ist Work in Progress, wird ständig weiterentwickelt. Im Moment ist das Management von verschiedenen Clustern primär darauf beschränkt, dass ich mir ihren Status anschaue. Und dann wird es aber trotzdem auch wieder deutlich, deutlich spannender, als einfach in Anführungszeichen nur auf den Status zu gucken. Ich kann mit Hilfe von Helm-Repositories, gibt hier zwei Varianten, Helm-Repository und den Artifact-Hub, dort nämlich Cloud-native Workloads ausrollen. Und das ist, wie gesagt, eine ganz spannende Geschichte. Ich kann den Status meines Clusters zentral einsehen. Ich kann Workloads darauf bereitstellen, und zwar Multi-Cluster-fähig. Ganz ehrlich, das werde ich mir jetzt nicht an unsere Wehr heften, dass wir das erfunden haben. Das hat eine ganz fantastische Community gemacht. Aber das ist halt tatsächlich auch ein Punkt, der, wir sind gerne Teil dieser Community, lieber Chris. Das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Es ist ein gemeinsamer Aspekt und auch das ist wieder, glaube ich, ganz generell wichtig. Es ist ein Aspekt, der eine ganz große Rolle spielt im Sinne von, mach dich auch von einem Anbieter unabhängig. Ja, also wir stellen das bereit, wir implementieren das, wir konfigurieren das, aber wir ändern es nicht. Es ist der Standard. Man ist nicht in unser Ökosystem eingebunden, jedenfalls nicht weiter als man möchte, sondern man kann das Original und die Original-Tools nutzen. Und dann haben wir auch sowas wie GitHub und GitLab. Damit kann ich dann speziell im Kontext zum Beispiel von Cloud Foundry auch wieder Workloads direkt auf meiner Plattform ausrollen. So. Das ist ja alles ganz schön, Carsten, aber jetzt mal ganz ehrlich, kannst mir ja viel erzählen. Wie sieht denn sowas aus? Naja, sowas sieht dann so aus. Ich bin ja mal auf einem Kubernetes-Cluster, das ist unser internes Test-Cluster, was wir vor ein paar Wochen hier mit der aktuellen Version ausgerollt haben. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, halt mir einen Überblick zu verschaffen, was ich denn hier in meinem Cluster überhaupt habe. Zum Beispiel auf die Nodes zu gucken. Man sieht, die Dinger laufen seit 15 Tagen. Das ist länger, als manches Windows läuft. Ich kann mir den Status angucken. Ich kann dann hier auch ein bisschen ins Detail reingehen, kann sagen, wie geht's denn dem Ding? Muss ich irgendwas machen? Kann die Label sehen und bin in der Lage, also quasi mir auf die Art und Weise einen Überblick zu verschaffen. Ich kann auch sehen, welche Pods, also welche Kubernetes Workloads laufen hier. Das hier ist ein Management-Cluster. Das heißt, hier läuft eigentlich nur internes, hier laufen nur interne Pods. Auch da kann ich mir anschauen, wie ist deren Status, kann dann hier auch ins Detail reingehen, sehe dann hier die Metadaten. Also ich bin hier schon imstande, auch tatsächlich ganz viele Dinge mit einzusehen. Ich kann auch, wenn ich möchte, das werde ich hier nicht machen. Ich werde jetzt hier nicht den Cilium-Pod killen, der ist nämlich für die Netzwerkkommunikation verantwortlich, aber ich könnte ihn killen. Wenn also der Pod sich nicht mehr gut verhält, kann ich ihn auch abschießen hier an der Stelle. Also und das kann ich hier. Die mir da kommen, Carsten, auch mal wieder so ganz naiv, ne, ohne technischen Verstand gefragt. Aber wenn ich allein so an unsere Techies, die ich jetzt fleißig verkaufe und in Projekte bringe, denke, kann ich nicht eigentlich sowas wie Stratos auch nutzen, um eben so multinationale oder einfach weit verstreute Teams irgendwo wieder zusammenzubringen und zu sagen, ja, die Ressource steht irgendwo, das ist schön und gut, aber jeder kann darauf zugreifen, der halt entsprechend Zugriff auf die Stratos-Oberfläche hat. Klar, du kannst dir diesen Status kannst du dir abholen. Du kannst also quasi da auch einen gemeinsamen Zugriff gewähren. Komme ich übrigens auch gleich noch drauf. Also das ist ganz perfekt dort möglich. Bitte nicht erschrecken, das Kamerabild friert schon wieder ein. Auch da ist wahrscheinlich schon Ostern. Das werden wir auch wieder nebenbei ein bisschen korrigieren. Also ja, das geht auf jeden Fall, Chris. Und du hast ja gerade noch eine Frage.
habe ich, genau, also weil daran angeschlossen, habe ich da auch so eine Art Nutzerrechte und Rollenverwaltung. Also, du hast zum einen hast du ganz grundsätzlich immer schon eingebaut ein User Management im Stratos, aber da haben wir jetzt mal entschieden, dass uns das gar nicht interessiert. Also natürlich interessiert es uns, aber das haben wir anders verdrahtet. Da komme ich gleich zu. Nein, weißt du was? Da komme ich jetzt zu. Wenn man quasi das Stratos-Dashboard aufruft, dann muss man sich anmelden. Offensichtlich an der Plattform. Denn es ist wichtig, dass man dort eben tatsächlich auch versteht. Also wir reden hier im Zweifelsfall über eine Produktivplattform und es wäre hochgradig unangenehm, wenn das Ding frei zur Verfügung stünde ohne weiterführende Authentifizierung. Ich kann mich mal abmelden und mich dann nochmal neu anmelden. Jetzt muss ich aber parallel auch in meinen Unterlagen nach den Anmeldedaten gucken, sonst geht das nämlich nicht gut. Aber das hier ist der Standard-Anmeldescreen, den wir quasi von Stratos haben. Hier wird es jetzt dann wieder spannend, denn ich kann mich entweder lokal anmelden am Stratos, also an der eingebauten Userverwaltung, die da eben dahinter hängt. Das ist aber out of the box gar nicht aktiviert, sondern ich melde mich hier mit diesem kleinen Link über den Vanilla Stack KeyCloak OpenID Connect Provider an. Das klingt furchtbar kompliziert, bedeutet aber nichts anderes, als dass ich mich an einer zentralen Userverwaltung anmelde. Und dann lande ich halt im Stratos. Diese zentrale Userverwaltung ist eine Komponente, die wir ebenfalls in der aktuellen Version automatisiert mit ausrollen. KeyCloak verwenden wir dort, ein weiteres Open-Source-Projekt. Und da ist auch, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, ist dann auch klar, hier geht es, also auch mit unserer Linux-Entscheidung, die wir getroffen haben, geht es nicht darum, irgendeine Firma zu bashen, denn KeyCloak ist zum Beispiel ganz intensiv von Red Hat gesponsert. Wir finden dieses Produkt ganz großartig, muss man dazu sagen. Wir haben mit KeyCloak eine Plattform eingesetzt, die nicht nur für Stratos genutzt wird, sondern sie wird zum Beispiel auch, wenn man Grafana ausrollt, für das Grafana-Dashboard genutzt. Sie ist eine Plattform, die ein zentrales User-Management auf meiner eigenen Vanilla-Stack-Instanz umsetzt. Und was ich hier im Grunde machen kann, ist, ich kann halt Benutzer anlegen, mich vielleicht auch noch mal anmelden an dem KeyCloak. Also ich finde ja, was auch wichtig ist, nochmal, ne? Also weil ich will uns gar nicht so für rechtfertigen, dass wir halt aus unserer Consulting-Natur raus sehr gute Projekte ausgewählt haben. Aber was halt auch nicht passieren soll beim Thema große Plattform und Open Source, ist so das, was ich immer im Supermarkt habe. Ne, wenn ich mal in den großen Supermarkt gehe, da ist halt nicht nur eine Auswahl von irgendwie ein, zwei verschiedenen Frühstücksflocken und ein, zwei verschiedenen anderen Sachen, sondern da sind inzwischen ganze Gänge und es kostet mich effektiv einfach mehr Zeit, mir zum einen eine Übersicht zu schaffen, dann zu überlegen, ne, was will ich denn jetzt genau? Und das wollen wir natürlich auch ein bisschen vermeiden. Vorteil Open Source, du kannst ja installieren rein theoretisch, was du brauchst, ne? Oder mach deinen eigenen Fork, hat man ja heute schon alles so. Aber wir bringen ja auch gerne mal einfach, das ist unser Auftrag an Cloudical, Firma hinter Vanilla Stack, einfach wirklich auch so ein bisschen Licht ins Dunkel. Wir führen euch auf den richtigen Weg. Selbst unmuten hilft immer weiter, wenn man antwortet. Genau. Und das haben wir hier eben auch wieder gemacht. Also das ist ja von vornherein schon eine Idee hinter Vanilla Stack gewesen, dass wir nicht einfach nur ein Kubernetes-Cluster ausrollen, sondern das, was wir ausrollen, ist miteinander integriert und man kann direkt loslegen. Man sieht es am Storage und jetzt sieht man es eben auch am User Management. Was hier ganz wichtig ist, dieses User Management steht jedem offen, ganz grundsätzlich. Also jedem, der sich anmeldet, es steht jeder Applikation auf dem Kubernetes-Cluster offen. Man kann hier drin Realms hinterlegen. Realms sind also quasi Bereiche, die unterschiedliche Applikationen hinterlegen oder die unterschiedliche Applikationen repräsentieren. Jeder dieser Realms hat eine unterschiedliche Menge an Benutzern und an Benutzergruppen, die dann halt je nach Applikation auch unterschiedliche Rechte haben. Ganz wesentlich, ich bin hier auch wieder im Sinne von offen sein. Ich bin hier nicht im Grunde darauf beschränkt, dass ich mich hinstellen muss und sagen muss, ich nehme jetzt hier die integrierte Datenbank, die wir haben, sondern
Ich habe hier über die User Federation die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel auch ein LDAP Repository oder zum Beispiel sowas wie ein Active Directory anbinden kann. Das heißt, ich kann im Grunde meine schon existierenden Nutzer einer oder mehreren Applikationen zuweisen. Und das Gute ist, das ist eine Geschichte, die mache ich hier in der Oberfläche. Die entsprechend konfiguriere ich mir hier zusammen und dann läuft die einfach. Das heißt, das habe ich schon out of the box dabei. Darüber hinaus bin ich imstande, man sieht es hier als in den Settings, auch sowas wie OTP, One-Time-Passwords, zu definieren. Das heißt, hinzugehen und zu sagen, ich möchte hier gerne eine Möglichkeit schaffen, dass jemand dann eben mit einem Authentifizierungsgerät sich da anmelden kann oder muss. Das alles, und das ist, bitte, Keycloak ist unendlich mächtig. Das ist wirklich ein ganz fantastisches Tool. Keycloak ist bei Vanilla Stack out of the box mit dabei. Und Keycloak wird auch als Authentifizierungsbasis für Stratos genommen. Das heißt, ich habe nur eine einzige Applikation, in der ich meine gesamten User drin habe. Und wenn ich eigene Workloads ausrollen möchte, eigene Applikationen bereitstellen möchte, die ein User-Management brauchen, bitteschön. There you have it. Man würde dann im Keycloak quasi einen neuen Realm definieren, also eine neue Applikation definieren, kann dann seine Benutzer anlegen, kann auch automatisiert Benutzer da reinschreiben lassen. Also sowas wie, ich habe eine eigene Registrierung für irgendwelche Sachen, geht mit Keycloak ganz fantastisch. Wie mächtig Keycloak ist, merkt man daran. Also wir haben zum Beispiel gerade aktuell mit einem Kunden ein Projekt, wo das als die zentrale Authentifizierungsplattform für deren komplette Public Cloud Infrastruktur. Das ist ein Cloud Provider. Nicht etwa jemand, der nur Workloads betreibt, sondern der betreibt eine eigene Cloud. Es wird die zentrale Authentifizierungsplattform für deren Public Cloud Infrastruktur. Weil da schlagen jetzt bei mir gerade alle beide Herzen ganz, ganz hoch. Ne? Sowohl der Sales-Typ in mir als auch der Community-Typ in mir. Weil ich muss das jetzt mal für mich selber und meine zukünftigen Wochen und Meetings und Arbeitsaufträge definieren. Also. Es gibt Vanilla Stack und Vanilla Stack ist einfach mal ein perfekter und einfacher Einstieg in Open Source. Einfacher kann man es wirklich nicht haben. Ich habe mich selber lange als Nicht-Techie rumgeschlagen mit schwierigen Konsolen- und Terminal-Spielchen. Es ist einfach. So, Open Source und es ist einfach. Jetzt sind out of the box im Prinzip Sachen dabei, wo all die Hyperscaler, aber auch gerne die lizenzträchtigen Unternehmen dann nochmal, wie du willst User, du willst die auch sicher irgendwie passwortgeschützt haben, das kommt out of the box auch schon nochmal mit. So, und jetzt Jackpot, Ding, 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 ne, da sprechen wir uns beide jetzt an. Da gibt's auch noch ein Unternehmen, das das Ganze hauptsächlich mit entwickelt hat und dir auch sehr gerne hilft, einfach mal so das initiale Deployment, Architektur, vielleicht eine Dokumentation mit durchzugehen. Das klingt für mich so ein bisschen wie rundum sorglos. Und das macht doch einfach mal glücklich an der Stelle. Das wollte ich jetzt mal der Welt hier draußen mitteilen. Ich habe selber intern... Aber Chris, ich war doch noch gar nicht fertig. Also vor lauter Glück fällt meine Kamera schon gleich wieder aus. Mach mich nicht fertig, ey. Da müssen wir Streichpreis auch noch machen. Streichpreis Donnerstag. Heute live. Und nein, also ein Ding fehlt noch. Gerade im Kontext von Stratos. Und ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Das ist dieses Thema, dass ich mit Stratos auch Workloads bereitstellen kann. Wir sind hier quasi im Bereich Helm. Und nicht jeder wird Helm kennen. Das ist hier ein hinterlegter Endpoint, dem habe ich halt einfach den Namen, also der ist vom Typ Helm, ist ein Helm-Repository, dann kann ich damit arbeiten. Helm ist ein sogenannter Package Manager. Das heißt, man muss jetzt wissen, dass das cloud-native Workloads im Kubernetes-Umfeld, die sind halt, wie drücke ich es aus, nicht immer unbedingt für ihre Einfachheit bekannt, im Sinne von Ausrollen. Das ist nicht nur ein Container, sondern oftmals Dutzende, vielleicht sogar hunderte Container, die da zusammenhängen. Helm ist, wenn du so möchtest, die Setup.exe. Allerdings tust du jetzt Helm hochgradig unrecht, wenn du das mich zwingst, dann auch sozusagen. Das sind die Bauernvergleiche als Community Manager, darf ich da. Also, Helm ist ein Package Manager. Mit Helm kann ich sehr, sehr einfach Workloads ausrollen. Als Beispiel, lass uns doch mal zum Beispiel sowas wie, wir haben ja jetzt schon eine Vanilla Stack Plattform hier laufen.
Und wir haben vielleicht auch das Gefühl, hey, das ist eine coole Plattform, da möchte ich jetzt im Grunde mein Dropbox-Ersatz drauf laufen lassen oder mein OneDrive-Ersatz oder sowas, denn ich möchte selber Herr meiner Daten sein. Da gibt es eine ganz fantastische, Achtung, Open-Source-Lösung, die nennt sich Nextcloud. Und die haben wir in unserem Helm-Repository einfach mal mit integriert. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, bevor ich das hier mal weitermache. Helm Repository, man kann sich das einfach so vorstellen, es gibt eine Vielzahl an Applikationen und die werden halt in sogenannten Repositories gesammelt. Wir, und das ist Teil dessen, was wir im Support für Vanilla Stack tun, ist, also wir kuratieren so ein Helm Repository. Da liegen alle Vanilla Stack Komponenten drin, da liegen aber eben auch Workloads drin, die wir getestet haben, von denen wir sagen, die kann man ausrollen. Man ist aber auch in der Lage, ein eigenes... Warte mal kurz, Zwischenmeldung für Deppen, das ist wie Play Protect beim Play Store, beim Google Play Store, Repository und so. Ich lasse das mal stehen. Aber im Grunde hat es was von dem App Store, wenn du so willst. Nur hier sind auch Systemkomponenten drin. Man kann aber sehr, sehr gut auch ein eigenes Helm-Repository einbinden. Es gibt da verschiedene Komponenten für. Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Also man ist gar nicht wiederum nicht nur auf das angewiesen, was wir irgendwie bereitstellen, sondern man kann das einbauen, wie man möchte. Hier in unserem normalen Helm-Repository ist die Nextcloud schon mit drin. Und wer auch immer mal versucht hat, eine Nextcloud aufzusetzen, also ich selber betreibe zum Beispiel zu Hause eine Nextcloud, das ist erfordert eine Menge an Wissen. Wir können hier nicht alles weg abstrahieren, aber wir können es, wenn wir wollen, ein bisschen einfach machen. So, ich bin jetzt hier mal auf dieses Helmchart draufgegangen. Wenn ich mir dieses Helmchart anschaue, es ist schon ziemlich technisch. Und das ist so diese Stelle, an der ich dann sagen muss... Ein TLDR mit drin. Ja, das schon, in dem Fall schon. Aber hier ist schon eine Menge an Dingen, die ich einstellen kann oder muss. Ja. Das Schöne ist halt, das kann ich mir in Ruhe durchlesen. Ich kann damit auch arbeiten. Je nach Helmchart ist aber die eigentliche Installation dann relativ einfach. Ich klicke hier mal auf Install Chart und sage jetzt, auf welchem Kubernetes-Cluster möchte ich das installieren. Ich bin mit dem Stratos-Tool, also dem Stratos-Manager, dem Vanilla-Manager, wie wir ihn nennen, und Vanilla Stack imstande, multiple Kubernetes-Cluster zu verwalten. Das haben wir vorhin gesehen. Wenn ich die also registriert habe, tauchen die hier auf. Auf mein Cluster heißt einfach nur Kubernetes. Cool. Sprechende Namen, geht nichts drüber. Jetzt gebe ich diesem Deployment einen Namen. Ich bin da jetzt nicht sonderlich kreativ, es heißt Nextcloud. Und wähle einen Namespace aus, also einen Bereich, den ich haben möchte. Ich habe hier schon mal Namespace Nextcloud angelegt, aber weißt du was, bevor hier einer sagt, das ist vorgefaked, ich lege mal einen neuen Namespace an, der heißt Nextcloud 2. Namespaces sind, wenn man so will, virtuelle Cluster im Kubernetes. Das heißt, damit kann ich Sachen voneinander trennen, die sehen einander nicht. Ich klicke jetzt hier auf Create Namespace. Viele Grüße an alle meine so Art Services Cloud-Anbieter-Freunde. Mit Namespaces könnte man auch gewisse Kundenszenarien abbilden, die ich alle auf einem Cluster betreuen und fahren richtig, möchte. Richtig, richtig. Das ist genau der Punkt. So, ich klicke jetzt auf Next. Der legt jetzt intern den Namespace an und jetzt bin ich ja eigentlich so ein bisschen lost hier. Ne? Hier irgendein YAML-Editor, ich muss hier irgendwas eingeben. Ich bin mal faul. Ich mache einfach mal Copy from Chart Values. Und jetzt wird hier im Grunde, man sieht es hier an der Seite, es ist wirklich sehr, sehr viel reingebracht. Aber wir haben ja vorhin auch die Dokumentation dazu gesehen. Die kann man im zweiten Fenster auch parallel offen haben. Was wir aber hier nur machen müssen, ist, nicht, dass ich es vorher mal ausprobiert habe, ich muss den Ingress aktivieren, damit das Ganze von außen erreichbar ist. Ich kann den hier, wie man sieht, auch wirklich irrsinnig konfigurieren, wenn ich das möchte. Und ich muss dem einen sogenannten Host-Namen geben. Das wird dann sein Nextcloud Backend. Jetzt muss ich selber nochmal überlegen, wie heißt unser Cluster hier, wenn man es nicht die ganze Zeit offen hat. Sekunde, da ist er. Nextcloud Backend Vanilla Stack Cloudical.net. So, besser gut kopiert als schlecht eingefügt. Kann Basis-Benutzernamen, Basis-Kennwort geben und bin jetzt im Grunde fertig. Ich klicke auf Install.
Und Und jetzt jetzt möchte ich mal anmerken, ne? Einfach würde man sich das, die lebhafte Unterhaltung zwischen uns und das Hin- und Herreflektieren wegdenken, sondern einfach, du hättest jetzt stumm und stoisch, weil du weißt, was du tust, dich durchgeklickt, wette ich hier, keine dass drei deine Minuten. Anmeldung bei Dropbox auf der Homepage länger dauert als das fast schon. Wir Pass mal auf. An. Pass mal auf, was jetzt passiert. Ich habe gesagt, das Ganze läuft unter Nextcloud, Backend, Vanilla Stack, Cloudical.net. Das ist der Name unserer Maschine. Ne. Und jetzt, also bitte, ne, da kann man mich jetzt immer als den plakativen Blödel beschimpfen, aber kein Witz. Ich habe schon einiges auch in meinem Leben selber installiert, deployed, weginstalliert, gesehen, Infrastruktur, bla bla bla. Das Ding dauert nicht länger als eine Anmeldung bei Dropbox. Es ist aber sicher, weil jetzt auf meinem Server und ich verwalte das Ganze und ich habe Namespaces, ich habe meine Mutter, mein Vati, mein Onkel, meine Kollegen und die Nachbarfirma. Jeder kann hier zum Beispiel seine eigene Nextcloud-Instanz haben. Wie gesagt, bitte muss man jetzt im Hinterkopf behalten, natürlich muss ich in der Konfiguration deutlich mehr machen. Ich habe jetzt hier wirklich bloß das absolute Minimum gemacht. Hier ist kein SSL-Zertifikat drauf, kein gar nichts. Das ist bitte auch ganz klar. Das ist jetzt just for the sake of demonstration. Aber wie gesagt, prinzipiell, und man muss auch ganz klar sagen, wir reden hier immer noch über Cloud-Workloads. Es ist nicht dafür gedacht, dass das jemand installiert, der, Entschuldigung für diesen Ausdruck, von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Ich sollte schon wissen, was ich da tue, denn das Ganze wird aufs Internet exponiert. Ja, also das muss einem bitte klar sein. Aber jetzt nehmen wir mal an, ganz kurz, Chris, jetzt nehmen wir mal an, hey, ich bin hier quasi, irgendwas gefällt mir nicht an der Installation, was auch immer. Ich kann diese Installation auch wieder wegnehmen. Zum einen, ganz kurz, im Bereich Workloads sehe ich jetzt, welche Workloads hier auf meinem Cluster laufen. Und dann sehe ich hier halt ganz viele interne Sachen. Haber zum Beispiel läuft, das ist halt quasi Docker-Image-Manager, das Kubernetes-Dashboard läuft, kann ich auch wegnehmen. Ach, und guck mal hier läuft meine Nextcloud auf dem Cluster Kubernetes im Namespace Nextcloud 2. Das ist das, was ich gerade angelegt habe. Ich gehe hier mal drauf. Ja. Dann kann ich mir hier ganz kurz anschauen, wie geht's denn dem Ganzen hier? Welche Container haben wir denn da am Laufen? Die sind alle ready, denen geht's gut. Alles schick an der Stelle. Welche Pods haben wir denn hier? Ein Pod läuft hier. Hier sehe ich jetzt auch die interne Konfiguration, irgendwelche Replikasets, Secrets und so weiter und so fort. Mein Punkt ist der, wenn ich jetzt feststelle, also zum einen kann ich natürlich jetzt hier wieder hingehen und sagen, lass uns doch mal ganz kurz in die Pods reingucken. Ach, gucke mal, hier ist ein Pod deployed worden, sehe alle Konfigurationseinstellungen, pipapo. Aber mein Punkt ist der, wenn ich jetzt der Meinung bin, ne, passt mir nicht. Oder vielleicht noch einen Zentimeter davor, gibt eine neue Version. Dann klicke ich hier auf Upgrade, dann findet ein Upgrade-Prozess statt, wo ich wieder das YAML bloß nehme, anpasse und dann ausrolle. Oder ich sage, ich brauche es nicht mehr. Ganz kurz, oder ich sage, ich brauche es nicht mehr. Weißt du, was dann passiert? Ich klicke auf Delete, gebe den Namen dieses Workloads ein, klicke auf Delete und that's it. Wenn ich jetzt zurückgehe in meine Workloads, ist Nextcloud verschwunden. Und zwar, Achtung, rückstandslos. Es werden sämtliche Pods, sämtliche Secrets, sämtliche internen Sachen gelöscht. Das Zeug ist einfach weg. Und das ist dann wiederum die Schönheit von Kubernetes, dass das ja abgegrenzte Container sind, abgegrenzte Applikationen sind. Deswegen betrachten wir Kubernetes auch als Betriebssystem und nicht irgendwie als einfach nur eine Infrastruktur. Und das ist wirklich die Schönheit an der Stelle. Ich kann, wenn ich weiß, was ich tue, wie gesagt, das ist immer ganz wichtig. Es sieht einfach aus, aber bitte, es ist sogar einfach, aber es ist hochgradig komplex in dem, was ich falsch machen kann. Das soll nicht Angst davor machen, sondern man muss es einfach wissen. Aber ich kann das quasi bereitstellen innerhalb weniger Minuten. Ich kann es updaten innerhalb weniger Minuten über eine laufende Installation. Ich kann es über mehrere Cluster hin bereitstellen, wenn ich der Meinung bin. Und ich kann es genauso einfach auch wieder löschen. Und ganz ehrlich, das ist etwas, wo ich persönlich zum Beispiel auch ganz klar sagen muss, ein Traum. Ein absoluter Traum. Also ich bin jemand, der liebt die Konsole. Ich lasse normalerweise meine Sachen auf Linux laufen. Genauso wie du, Chris. Wir sind Leute, die die persönliche Freiheit lieben und die halt die Konsole lieben. Aber wie drücke ich es aus? Nee, das ist nämlich genau der Punkt, Carsten. Ich bin jemand, ich hasse die Konsole und ich gehe da nicht rein, außer man zwingt mich dazu. Aber auch einfach Entwicklung wirklich maximal so der letzten ein, zwei
3 Jahre war es noch nicht. 1-2 Jahre. Ich nutze seit Beginn bei Cloudical auf meinem Laptop Linux und habe keine Ansprüche mehr. Ja. Ich war hier noch nicht in der Konsole und ich brauche sie auch nicht sehen. Und das ist nämlich genau das, wo ich jetzt halt einfach sage, als ich plane einfach nicht Architekt, Entwickler, irgendwas Engineer zu werden, aber ich liebe IT und vertreibe die sehr gerne, gerade die Open-Source-Lösungen. Und ich merke jetzt auch erstmalig diesen Push und Sprung, dass selbst bei den Enterprise-Toolsets, die dann wirklich als Live-Umgebungen, Entwicklungsumgebungen eingesetzt werden, wirklich dieser Sprung hin zu lass uns visuell arbeiten stattfindet, einfach weil das die Produktivität, die Sicherheit, die Einfachheit wahnsinnig erhöht. Und wir zumindest für die Szenarien, wo du nicht jetzt quasi Dutzende oder Hunderte von Clustern parallel zu verwalten hast. Also da ist es nochmal was anderes. Da willst du, also generell willst du die komplette Automatisierung haben. Aber hier ist nochmal ein ganz relevanter Punkt. Helmcharts sind automatisiert. Das Einzige, was ich machen muss, ist im Zweifelsfall meine eigene Konfiguration nochmal wegzuspeichern. Also das, was ich da habe, zu kopieren, wegzuspeichern und dann ist das gut. Also long story short, das war gerade auch das, was ich sagen wollte. Ich drücke es anders aus. Ich persönlich liebe die Konsole. Aber ich bin aus dem Alter raus, wo ich alles über die Konsole machen musste. Und das ist halt... Hier hast du eine schöne Oberfläche. Du hast mit dem Installer einen einfach zu benutzenden Installer. Und du hast wirklich jetzt ein Ende-zu-Ende-Package, mit dem du wirklich arbeiten kannst. Machen wir uns nichts vor. Es ist immer noch, und das meine ich gar nicht negativ, sondern total positiv, es ist immer noch Open Source. Das heißt, wir haben eine Umgebung, in der wir alles machen können. Wir sind nicht eingeschränkt. Wir sind nicht darauf eingeschränkt, was mir ein Anbieter von Open Core oder von proprietärer Software vorgibt. Ich bin Herr meiner Infrastrukturen. Ich bin Herr meiner Workloads. Da muss ich jetzt doch noch mal zu Ostern. Zu Ostern, wo vieles mit Freiheiten, Heiländern und Märtyrern passiert. Ich werde hier doch noch einmal zu einem Thema, was ich zwar nicht im Detail beleuchten will, aber ich werde ganz deutlich dazu. Es ist jetzt die Zeit in 2020, 2021, wo jeder sein eigener kleiner IT-Experte gefangen im Lockdown und Homeoffice geworden ist, auch Zeit, die fundamentalsten Prinzipien, Arbeitswege, Denkweisen in Technologie, in Open Source als Kern, in unseren Communities zu überdenken. Ich persönlich werde als Community Manager auch dafür einstehen, diese Veränderungen, diese aktiven Veränderungen anzustoßen. Einen persönlichen Krieg, den ich führe, ist die elitären Herrschaften, die sich wie Götter fühlen, weil sie vor um zig Jahren nur über die Konsole extrem schwierig und vorher noch das Motherboard selbst zusammengelötet irgendwie die Computer bedienen konnten. Herzlich willkommen. Es hat jeder inzwischen einen kleinen Computer in der Tasche, den selbst der letzte Vollpfosten bedienen kann. Wir sind alle irgendwo Techniker und es ist Zeit, alle genau in diesen Gedankengang bei Open Source mit reinzunehmen. Und wenn ihr Bock drauf habt, meine E-Mail-Adresse steht hier. Amen. Also, dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Das war ein Walkthrough durch unsere Neuerungen. Wir haben es mal ein bisschen anders gemacht als sonst üblicherweise. Also sonst ist ja eher so ein bisschen, da erzählt jemand. Wir haben es hier wirklich im Gespräch gemacht, weil es uns wirklich, oder da es uns wirklich wichtig ist, dass wir auch verschiedene Aspekte vorbeleuchten können. Was uns, und Chris, da möchte ich dich jetzt nochmal um einen letzten Gefallen bitten, bevor du auch in die verdiente Osterruhe verschwinden kannst. Was uns wichtig ist, ist der Gedanke Community. Da würde ich dich gerne bitten, noch mal ganz kurz so ein bisschen den Punkt zu machen. Warum Community? Wie verstehen wir Community? Vielleicht auch, wo stehen wir und wo wollen wir vor allen Dingen hinkommen? Chris, your stage. Richtig, also gerade bei mir, ich hatte schon mal so diesen Fall, Community Manager für die Open Source Community und du bist ja gar kein Coder, Entwickler und so weiter und so fort. Ist aber auch nicht meine Aufgabe als Community Manager, sondern meine Aufgabe ist es, die richtigen Leute mit den richtigen Ideen und richtigen Antrieben einfach zu sammeln und zusammenzubringen und zu sagen, in erster Linie, lasst uns mal eine Community bilden. Also ein Haufen Leute,
die bei einem Thema oder mehreren Thema einen Mindset teilen, zusammen in einen Topf erstmal zu schmeißen. So, und das läuft halt bei uns im Online-Bereich, im Internet, im Open-Source-Bereich primär über GitHub ab. Das kann über ein Forum sein, das kann über hier, meine E-Mail-Adresse ist jetzt auch Community-Eigentum sein. Und es geht mir primär darum, einfach die gerade Brücke zu schlagen zwischen, ich habe am einen Ende Leute, die wirklich das kreieren, was wir gerade gesehen haben, da, wo du rumgeklickt hast, aber auch vielleicht, was ich halt eben gerade gesagt habe, die Endanwender mit reinbringen. Ich will meine Kunden, mit denen ich Projekte mit Vanilla Stack umgesetzt habe, da auch drin haben, weil die können doch den Inhalt liefern, die können doch wiederum den Entwicklern sagen, ich bräuchte das und das, ist das denn umsetzbar? Oder ich habe vielleicht zwei Entwickler bei mir im Team, die kommen noch nicht ganz weiter, können die mal mit euren sprechen. Ich will Leute wie mich reinbringen, die einfach technisch interessiert sind, die Bock haben, die nämlich eben diese nervigen Fragen, ne, dann zwischendrin einfach mal stellen, anstatt nur zuzugucken und sich zu denken, ne, wie bei der Cloud, ich habe doch meine Kreditkartennummer angegeben hier beim Hyperscaler, warum muss ich jetzt nachdenken, sondern genau die Aufgabe will ich auch übernehmen, kritisch nachzufragen und zu sagen, halt, stopp, ne, sind wir noch bei den richtigen Werten? Ich will nicht hier der Moralscheriff werden, aber ich will schon darauf achten, ganz verstärkt, anklingend an so ganz am Anfang von der Session hier, dass sich einfach die Welt verändert hat, die Welt, in der wir leben, die Denke und damit viele der Projekte und Communities, da möchte ich aktiv ein Begleiter sein, zu sagen, lasst uns diese Werte zumindest in einem noch recht kleinen und an der Stelle wirklich Grassroots Open Source Projekt wie Vanilla Stack, diese Werte zu erhalten und den Input zu sammeln. Ich bin also quasi eigentlich mehr so eine Kommunikationsachse zwischen allen Seiten der Userschaft und Interessenschaft innerhalb, nennen wir es einfach ganz offen, Open Source Technologie. Perfekt. Ja, das Schöne ist, da ist bestimmt auch viel Experimentieren bei, ne? Jetzt ganz im Ernst, das gehört für uns sowieso dazu. Und auch nochmal von meiner Seite aus der ganz klare Aufruf, wer Vanilla Stack mitgestalten will, der muss nicht bei uns angestellt sein. Der muss noch nicht mal mehr irgendwie, keine Ahnung, Vanilla Stack selber einsetzen oder kaufen oder was auch immer. Der soll sich einfach melden. Wir sind offen, wir freuen uns drüber. Dieses Projekt soll mehr sein als quasi nur eine Sammlung von irgendwelchen Tools. Es soll einen echten Mehrwert bringen und den kann es nur bringen, wenn sich möglichst viele Leute daran beteiligen. Christopher! Carsten! Christopher! Carsten! Christopher! Mensch, Carsten! Christopher! Ach, Carsten! Ja, Christopher, lass uns Feierabend machen. Es ist Ostern. Wir wünschen allen, die absolut Dito. Wir wünschen allen, die heute hier dabei waren oder die das als Aufzeichnung sehen, rückblickend wie auch immer, frohe Ostern. Danke für die Aufmerksamkeit. Christophers E-Mail-Adresse ist da. Meine E-Mail-Adresse findet man auch sehr, sehr einfach. Und ganz generell, let's push it. Open Source ist ganz grandios. Vanilla Stack ist ein ganz fantastisches Tool. Und ganz offen, wir wissen, dass wir gemeinsam die Welt verändern können. Kommen Sie einfach mit, seien Sie dabei. Bis zum nächsten Mal. Frohe Ostern. Danke, Chris. Vielen Dank auch.